In der Hessenliga trotzt man dem schlechten Wetter und spielt Fußball. Borussia Fulda bekommt es zu Hause mit dem KSV Baunatal zu tun. Eine Begegnung mit enormem Stellenwert für beide Teams, die im Abstiegskampf dringend punkten müssen. Vor Anpfiff wird mit einer Schweigeminute den Opfern in Paris gedacht. Und dann rollt der Ball. Vor allem in Richtung Tor der Gäste. Poretzky, erste Annäherung. 8 Spiele in Folge blieb Poretzky torlos. Zuletzt netzte er im September gegen Wiesbaden ein. Von Baunatal nahezu nichts zu sehen bis zur 16. Spielminute. Schwaches Abwehrverhalten und Felix Schäfer sagt Danke. 1:0 für den KSV. Aus dem Nichts. So schnell kann's gehen. Dennoch Fulda das spielbestimmende Team. Schwab auf Müller. Müller sucht Merle und Keeper Schleffel ist auf der Hut. Die Borussen machen ihre Sache wie so oft nicht schlecht, doch das letzte Quäntchen zum Torerfolg fehlt. Jacks Schuss wird geblockt und da ist die Gefahr auch schon gebannt. Trainer Thomas Brendel geht unzufrieden in die Pause, schauen wir, was die zweiten 45 Minuten so bringen. Die Gastgeber schalten jetzt einen Gang hoch. Baunatal macht Fehler, Pomnitz und Merle auf dem Weg nach vorn. Starkes Zusammenspiel der beiden Neuzugänge. Merle, da wäre mehr drin gewesen. Hier spielt nur eine Mannschaft, die in Schwarz. Doch das Tor will und will nicht fallen. Dennis Müller verpasst hier per Direktabnahme den Treffer. Einzige nennenswerte Chance im Durchgang 2 für Rot. Der Torversuch von Nico Schrader. Doch der Ball landet direkt in den Armen von Keeper Tobias Wolf. 79 Minuten auf der Uhr. Die Borussen stehen immer noch mit leeren Händen da. Merle kommt zum Schuss. Da ist das Ding. Der hochverdiente Ausgleich. Ingmar Merle macht sein zweites Saisontor und pusht sein Team nochmal richtig nach vorn. Was ist hier noch drin? Noch sind 10 Minuten zu spielen. Die Ecke von Drägler findet zunächst nicht den Weg ins Tor. Schlöffel faustet die Kugel weg. Jonathan Müller bringt den Ball nochmal rein und Milankovic netzt ein. 3 Minuten braucht es, um das Spiel zu drehen. Fulda führt und Milankovic lässt sich feiern. Baunatal jetzt ziemlich von der Rolle. Hanske verliert den Ball an Matja Poretzky. Das Sorgenkind der Borussen nun auf dem Weg zum langersehnten Tor. Und diesmal macht er es. 3:1, Poretzky trifft und hier ist das Spiel entschieden. Brendel und seine Borussen feiern und verbuchen 3 richtig wichtige Punkte gegen Baunatal. Wir haben die Stimmen zum Spiel. Ich sag mal so, wir sind, glaube ich, gut ins Spiel reingekommen. Die ersten 5 Minuten habe ich gedacht, es läuft eigentlich ganz gut. Dann wieder das Leben unnötig schwer gemacht mit dem Gegentor. Und ja, erste Halbzeit war wirklich nicht gut, vor allem weil wir es einfach auch nicht gut ausgespielt haben. Ich hatte eigentlich schon das Gefühl, dass wir spielerisch einen Tick überlegen sind, aber wir haben es irgendwie nicht auf den Platz bekommen. Und ich glaube, der Trainer hat uns in der Halbzeit geweckt. Und zweite Halbzeit war ein ganz andere Mannschaft, ganz anderes Feeling. Man hatte das Gefühl, wir können das Spiel drehen und haben auch wirklich dran geglaubt. Und dass es dann so gelungen ist, die letzten Viertelstunde, schätze ich mal, 3 Tore zu schießen, super. Also ich bin total stolz auf die Mannschaft, wieder so zurückgekommen zu sein. Und ich hoffe, dass wir das nächste Spiel mal nicht in Rückstand geraten. Wie hart erkämpft waren die 3 Punkte? Wie hat er kämpft? Ich glaube, es war ein hartes Stück Arbeit. Ich denke, dass es verdient war, keine Frage. Aber wir haben ziemlich lange gebraucht, um wirklich zu sehen, dass noch was geht. Also die Mannschaft hat gut gespielt. Ich habe von Baunatal in der zweiten Halbzeit eigentlich gar nichts mehr gesehen. Ich glaube, wir waren die Mannschaft, die mehr ins Spiel investiert hat. Aber dass es natürlich zum Schluss so noch ausgeht und dass wir das Ding noch so nach Hause spielen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Man hat in der zweiten Halbzeit dann doch mehr von Fulda gesehen. Was haben Sie Ihrer Mannschaft in der Halbzeit auf den Weg gegeben? Ich habe natürlich gesagt, dass es natürlich die letzte Chance für uns ist, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und dass sich jeder der Sache auch bewusst sein soll. Es ist natürlich auch so, ich meine, sie haben ja natürlich schon viel investiert. Es ist natürlich der letzte Ball, der dann im Endeffekt nicht gekommen ist. Ja, die letzte Konsequenz, die wir nicht gehabt haben. Aber so kann ich eigentlich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Klar, es wäre Unsicherung immer noch da. Wenn du 0-1 zurücklegst, die Tabellensituation noch im Kopf hast, klar. Aber dann ist es umso beeindruckender, wie wir dann zum Schluss eigentlich zurückkommen und ins Spiel wiederkommen. Also es ist überragend. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.